was soll ich machen? Soll ich wirklich meinen Plan einhalten oder soll ich wirklich dann zum Training gehen? Oder soll ich wirklich sagen, nee, einfach stopp, ich will das so, kann das so nicht weiterführen. Ich tue, glaube ich, meiner Gesundheit nichts Gutes. Aber der Kopf und das Mind sagt, ich kriege das eigentlich gar nicht hin. Ich kann euch nur sagen, aus einer engen Erfahrung, ich habe selber dieses Problem früher natürlich als Athlet auch gehabt. Da war es so, dass ich ein Date hatte, und zwar auf der FIBO, und zwar mit dem Ronny Kummel. Und da stand abends ein Training an. Und ich war total verschnupft, ich hatte volle Bronchien und ich bin trotzdem halt zu diesem Training halt hingegangen, weil wann hat man schon mal die Chance, dann halt so ein Training durchzuführen mit dieser Person. Ja, habe dann natürlich mit dem versucht mitzuhalten, habe da so mein Training absolviert und habe dann mitten oder fast zum Ende des Trainings halt festgestellt, dass ich plötzlich, also mir es gar nicht gut ging, ich habe plötzlich Schwindel bekommen und so weiter und so weiter. Und es war am Ende dann wirklich eine Herzmuskelentzündung. Deswegen kann ich euch nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, egal was für ein Plan auch immer irgendwie aufgeschrieben ist, Pläne sind Pläne, aber am Ende geht es immer darum, wie ihr euch fühlt. Also eine instinktive Geschichte. Wenn ihr euch nicht fühlt, dann geht auf jeden Fall nicht zum Sport. Ich habe es gemacht, ich habe meine Quittung dafür bekommen und ich kann euch nur raten, auf jeden Fall dieses Risiko nicht einzugehen. Also Plan ist Plan. Gerne Pläne zu verfolgen ist wichtig, sonst hat man kein Ziel und keinen Weg. Aber der Körper ist immer das Maximum, was halt wichtig ist. Und dementsprechend natürlich auf jeden Fall sind dann diese Pläne halt nicht so wichtig, wie deine körperliche Verfassung ist, derzeitig dann zulässt, ob positiv oder negativ. Dann zum Thema, muss ich schlechtes Gewissen haben? Nein, also ich kann euch mal sagen, jetzt die letzten 4 Wochen war ich jetzt zum Beispiel auch krank. Ich habe dazwischen ein, zwei Mal trainiert, habe dann aber festgestellt, dass mich das immer wieder zurückgezogen hat in die Krankheit, umso mehr. Also ich fühlte mich gut, bin zum Sport gegangen und dann irgendwann mitten im Sport habe ich gemerkt, so, nee, das wird doch nichts. Und eigentlich habe ich die ganze Energie, die ich eigentlich brauche für die Regeneration, um meinen Körper wieder zurückzuführen in den Gesundheitsstatus, diese Energie habe ich eigentlich durch das Training wieder so entzogen, dass ich eigentlich danach wieder so eine direkte Klatsche wieder bekommen habe und habe dann im Endeffekt, wird wieder krank oder noch mehr krank. Habe das, wie gesagt, in Länge gezogen und habe dann gesagt, okay, jetzt gehe ich mal wirklich 14 Tage, 3 Wochen gar nicht zum Sport. Natürlich plagt einen auch da ein bisschen schlechtes Gewissen, aber ich kann euch nur nahelegen, wirklich zu Hause zu bleiben, es auszuprobieren, auch mit der Sache, was ich vorher schon erzählt habe, mit der eigenen Erfahrung, aber auch, weil es wirklich gar keinen Zuwachs an Muskulatur geben würde. Man zieht eigentlich nur die Energie aus dem Körper durch das Training, was man eigentlich für die Regeneration bräuchte. Und wir wissen ja, das Training macht eigentlich maximal vielleicht nur 30% aus und die Regeneration mindestens 50%. Das heißt, das Verhältnis stimmt schon mal gar nicht. Daher mein Tipp, wirklich kopffrei zu Hause bleiben, macht schöne Dinge, macht mal einen schönen Spaziergang, geht mal vielleicht wirklich in eine Sauna oder lasst euch das einfach gut gehen auf der Couch. Versucht eure Ernährung dementsprechend natürlich anzupassen, nicht über Konsum von halt schlechten Lebensmitteln. Klar, man hat keinen größeren Grundumsatz, auch wenn man denkt, man hat Fieber, dass man dadurch noch mehr verbrennt, ist auch Blödsinn. Fakt ist aber eins, diese Zeit braucht ihr. Und das ist also ganz, ganz wichtig, das auch wirklich einzuhalten. Und ihr werdet auf keinen Fall Muskulatur verlieren. Ihr werdet auf keinen Fall schrumpfen. Das Einzige, was wirklich da wichtig ist, nicht die Muskulatur, sondern wirklich nur Wasser aus dem Körper. Und ihr werdet merken, wenn ihr dann wieder zum Sport geht, dann habt ihr auf jeden Fall wieder Power, Kraft. Und das, was ihr wirklich so genannt an Muskelverlust spürt, dieses Körpergefühl, habt ihr ganz schnell wieder drinne. Spätestens nach einer Woche seid ihr wieder auf dem Damm und dann geht das Ziel auch wieder nach vorne. Und manchmal muss man auch mal 2 Schritte zurückgehen, um dann 3 nach vorne gehen zu können. Und das ist immer dieser Muskelaufbau, dieses Training, diese ideellen Wert am Ende nachher das Maximum rauszuholen, funktioniert nur mit instinktiven Geschichten. Instinktgeschichten sind so wichtig, weil egal, und das habe ich ja eben schon gesagt, der Plan nur ein Plan ist, der vielleicht auch noch von Dritten geschrieben wird. Und
Der steckt aber leider nicht in euch drin. Der kann auch nicht wissen, wie ihr euch fühlt. Da ist ein Plan immer nur eine Vorgabe. Aber instinktiv, ob es das Training ist, mal zu sagen, vielleicht auch nur halbe Kraft zu fahren, um dann wieder voll dabei zu sein, ist einfach das Maximum an Wichtigkeit. Deswegen instinktives Training, instinktiv an sich selber zu arbeiten, ist der Weg zum Erfolg auf lange Sicht.